Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei mir Physiofanat. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es mir um ein Thema, was mir sehr wichtig ist, nämlich um die Verbesserung auch mit neurologischer Erkrankung ist immer möglich. Hier geht es rein theoretisch nicht nur um neurologische Erkrankungen, aber in der Neurologie wird ja oft gesagt, dass ab einem gewissen Grad es zu spät wäre und eine Verbesserung nicht immer möglich ist. Und dem möchte ich ein bisschen widersprechen und darauf eingehen, wie es auch in der Neuro immer möglich ist, eine Verbesserung zu erzielen. Und das alles kann man natürlich auch auf die Ortho- und Chirurgie schon übertragen, ne? Weil da natürlich weniger kognitive Einschränkungen meistens mit einhergehen. So, reden wir einmal über die Inhalte des heutigen Videos. Möchte mich einmal selber vorstellen, wer ich überhaupt bin und woher ich meine Meinung überhaupt habe. Dann möchte ich über die Grundlagen für eine Verbesserung reden. Ich möchte über das interdisziplinäre Arbeiten sprechen und über die Gestaltung des Umfeldes, dass man zusammen als Team schnell zum Ziel kommen kann. Dann über die Eigenverantwortung der betroffenen Person selber und über die Neuroplastizität. Ich hoffe, ich werde da Marker reinsetzen für alle, die so die Wissenschaft nicht so groß interessiert. Ich habe es versucht, kurz zu halten, aber dann kann man es hoffentlich überspringen. Und dann am Ende nochmal entscheidende Kleinigkeiten, die zum Ziel führen. Oftmals sind es nicht mal die großen Schritte, sondern die kleinen, die viel bewirken können. So, wer bin ich überhaupt und woher habe ich meine Meinung? Ich bin selber seit 2016 in der Physio aktiv, habe Praxis- und Klinikalltag kennengelernt und dort meine Erfahrung gemacht, habe schon meine Fortbildung in BOBAT und PNF, das sind neurologische Fortbildungen, gemacht und auch absolviert erfolgreich, habe zusätzlich aus Fachbüchern und Studien meine Informationen auch gezogen, stehe oft im interdisziplinären Austausch mit anderen Fachbereichen. Ja, wie die Ergo, Logo der psychischen Abteilung oder auch Ärzten und habe natürlich auch meinen Patienten immer gut zugehört, was deren Erfahrungen waren und habe selber Erfahrungen mit meinen Patienten gemacht. Und daher kommt das Ganze und jetzt nehme ich dich mit auf die Reise, was für eine Verbesserung notwendig ist. So, kommen wir zu den Grundlagen für eine Verbesserung. Die betroffene Person sollte sich klare Zielsetzung setzen. Mit Partizipationsbezug heißt mit Alltagsbezug, was brauche ich als betroffene Person, um meine Lebensqualität zu verbessern? Was möchte ich erreichen? Das ist wichtig. Nicht irgendwer anders, sondern die betroffene Person selber. Dann sollte der Therapeut einen gründlichen Befund des Ist-Zustandes machen. Was ist möglich? Was kann der Patient schon? Welche Grundlagen sind schon da? Was muss man erreichen? Zur Hitliste komme ich gleich nochmal separat und zeige, mit welchem ICF-Modell ich meine Befunde mache. Dann eine gemeinsame Prognose, eine gemeinsame Einschätzung über die Ziele, welche Zwischenziele müssen erreicht werden, mit welchen Maßnahmen geht man heran. Das bespricht man wirklich am besten gemeinsam mit dem Patienten, mit dem Therapeuten, interdisziplinär mit den anderen Fachkollegen, wenn die da sind, vielleicht auch mit den Verwandten, dass man auch einen gemeinsamen Weg wirklich einschlägt und nicht als Einzelkämpfer irgendwas durchsetzen will, was vielleicht gar nicht gewollt und gewünscht ist. Dann sollte die Therapie alltagsbezogen sein mit dem Bezug zum Partizipationsziel. Heißt, vielleicht geht man auch mal bewusst in Alltagssituationen rein, die trainiert werden, die verbessert werden wollen. Ne? Also heißt, vielleicht geht man auch mal aus der Behandlung raus, aus dem Behandlungsraum und geht in die Situation, geht in eine Bankfiliale, geht in den Rewe, Lidl, Aldi rein und trainiert da das Einkaufen oder sowas. Oder geht einfach draußen mal eine Gangschule mit dem Patienten machen. Nur als Beispiel jetzt, ne? Dass man einfach mal über den Tellerrand hinausguckt. Das ist möglich, Therapie ist nicht raumgebunden. Dann gehen wir weiter. Eine gute Absprache zwischen allen Beteiligten, vor allem zwischen dem Patienten und demjenigen, der dem Patienten gerade helfen möchte. Der Patient sollte einem wirklich sagen, boah, wie fühle ich mich heute? Fühle ich mich heute nicht so gut? Fühle ich mich heute richtig toll? Damit man auch so weiß, boah, was mache ich jetzt heute mit dir?
damit man den Patienten nicht überfordert, nicht unterfordert, damit man einen guten Plan schmieden kann. So, dann wichtig für den Patienten, aber auch für den Therapeuten, hundertprozentige Konzentration auf die Ausführung. Also wenn man sich in der Ausführung von irgendwas befindet, sollte man 100% dabei sein. Die Aufmerksamkeit auf die Übung lenken. Man kann in den Pausen miteinander reden, aber in den Übungen sollte man sich komplett auf die Schrittabfolge konzentrieren. Heißt auch, mentales Training ist völlig in Ordnung, wenn man das mal mit einbaut, dass man Schritt für Schritt durchgeht, was für die Ausübung Schritt für Schritt notwendig ist und sich darauf dann konzentriert. So kann man das größtmögliche Potenzial aus der Übung schöpfen. Dann sehen wir hier jetzt meinen ICF-Bogen, mit dem ich arbeite. Hier der oben, der Abschnitt ist ja völlig egal jetzt erstmal, ne? Medikamentation und so ist ja alles selbsterklärend. Förderung und Barrierefaktoren, ne? Ja, das sind andere Punkte. Wenn die euch interessieren, können wir da gerne auch drüber sprechen. Aber hier kommen wir zur Hitliste, ne? Das ist der Teil hier in der Mitte. Hier ist es so, dass ich dann einmal abkläre, ist da überhaupt ein Problem? Wenn da kein Problem ist, x ich das da einfach weg und fertig ist. Wenn da ein Problem ist, dann erstmal einen kleinen Marker reinsetzen. Das sind jetzt alle Systeme, die betroffen sein können. Und dann versuche ich das in eine Hitlist zu verwandeln. Welches Problem ist das Hauptproblem? Welches ist das zweite Problem, was uns behindert, um zum Partizipationsziel zu gelangen? Und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja halt Nummern. Ne? Und ne, wenn jetzt zum Beispiel in der Ortho irgendwie das Gelenk irgendwie Probleme macht, wäre hier zum Beispiel die Biomechanik auf Platz 1. Ne? In der Neuro kann das auch vorkommen, aber auf Platz 1 ist das selten. Ne, und dann packe ich hier halt die Zahlen rein, schreibe hier noch eine Anmerkung für meinen Kollegen oder für mich rein, falls er eine Übergabe hat, wenn ich im Urlaub bin oder sonst wo. So, genau. Ne, wenn ihr hierzu mehr wissen wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben, sonst will ich euch hiermit auch nicht nerven. Dann gehen wir zum interdisziplinären Arbeiten und Wohnraum gestalten. Hier in falscher Reihenfolge. Wir beschäftigen uns erstmal um das Umfeld. Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen heißt, dass man den Wohnraum auch mal umgestaltet, dass man guckt, über welche Bettseite steht der Patient am besten auf und dann vielleicht auch den Weg ermöglicht, erstmal, dass er über die bessere Seite aufstehen kann, dass er auch die Möglichkeit hat, Sachen selber zu machen, dass man mal guckt, manchmal braucht man nur eine Sache umzustellen und dann klappt es auf einmal für denjenigen viel, viel besser. Ne? Dass man vielleicht auch guckt, dass man Sachen, die man Training in der Therapie trainiert hat, dass man die irgendwie im Alltag auch einfließen lassen kann. Ne? Für Büroarbeiten zum Beispiel fiel mir auch ein, damit man auch sowas mal reinbringen kann, dass man diagonal greift, dass man nur hier in dem Beispiel einen Laptop oder den PC-Bildschirm vor sich hat und alles andere rechts und links neben sich, dass man zur Kaffeetasse mit der rechten Hand nach links rübergreift und damit die Wirbelsäule in Bewegung hält und das tut auch der Wirbelsäule und dem Rücken schon richtig gut. Ne? Für alle Beteiligten, die mit betroffenen Personen zu tun haben, lasst die Patienten, lasst die betroffenen Menschen selber auch was übernehmen. Was ihr gesehen habt, was die betroffene Person selber schon mal gemacht hat seit dem Vorfall, überlasst es ihr. Außer sie fragt nach Hilfe nach dem zweiten, dritten, vierten Mal oder so. Ne? Oder auch, und wenn sie nicht fragt, lasst sie ruhig erstmal machen. Ne? Man kann irgendwann mal fragen, aber nicht nach den ersten zwei Versuchen. Ne? Wichtig dann halt, dass man Gewohnheiten durchbricht, dass man zum Beispiel als Angehöriger nicht automatisch hilft, weil man es jetzt schon oft gemacht hat oder will, sondern dass man sagt, nein, ich lasse ihn jetzt erstmal ausprobieren. Ne, das ist schwer, das fällt einem vor allem bei Verwandten natürlich schwer vom Herzen, dass man jetzt denjenigen erstmal machen lässt. Aber es hilft demjenigen viel, viel mehr, als wenn man alles abnimmt. Dann kommen wir zum Interdisziplinären, dass halt Verwandte, Therapeuten und Ärzte eine gute Kommunikation miteinander haben. Es ist nicht immer möglich. In Kliniken immer besser als in Praxen, außer man hat Gemeinschaftspraxen zusammen, Ergos, Physios, Logos. Du kannst vielleicht der Erste sein, der das Ganze versucht, in seiner Umgebung
einzuführen. Ne? Dann sagt man, bei wem sind sie noch? Und vielleicht schreibt man oder ruft die Leute mal an oder sagt den betroffenen Personen, ich lasse mal einen Zettel hier, ne? Und versucht eine Kommunikation aufzubauen. Dann sollte man zusammen eine gemeinsame Planung machen und eine gemeinsame Zielsetzung, wie wir auch am Anfang schon besprochen hatten. Ne? Supi, gehen wir weiter. Dann gehen wir zu einem großen Thema, die Eigenverantwortung. Als betroffene Person hat man Eigenverantwortung. Man sollte seine Eigenverantwortung nicht an der Tür abgeben, sobald der Therapeut, der Arzt oder sonst wer reinkommt, sondern man ist selber verantwortlich, vor allen Dingen in der Neuro, weil es sind ja Prozesse, die im Gehirn umstrukturiert werden müssen. Und da bringt es nicht, wenn von außen einer passiv irgendwas für einen tut. Also gehen wir los. Wir müssen erstmal offen für Neues sein. Wenn wir da sitzen, liegen oder sonst was und sagen, nee, ich will hier nichts Neues lernen, dann bringt das schon wenig. Dann sollte man einen Eigenantrieb haben, wie wir schon am Anfang besprochen haben. Ich möchte selber etwas, ich möchte was verbessern und sich das auch immer wieder sagen, wofür man das tut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Offen für Neues sein, Eigenantrieb und das ist schon mal sehr gut. Dann Hilfe zur Selbsthilfe annehmen, dass man auch mal versucht und nicht böse ist auf die Verwandten, auf die Therapeuten, auf die Ärzte, wenn sie sagen, versuchen Sie es doch mal. Dass man es annimmt und selber versucht. Und auch nicht verzweifelt. Ne, beim ersten Mal klappt nicht immer alles. Wir haben nicht laufen gelernt und konnten beim ersten Schritt direkt einen Marathon laufen. Ne? Also von daher nicht traurig sein, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, sondern dranbleiben. So, dann auch wirklich umsetzen, das, was man besprochen hat miteinander, dass man das im Alltag einsetzt. Ne? Weil ich als Therapeut zum Beispiel und auch viele andere Therapeuten, will ich ja hoffen, ich kenne ja nicht alle, machen das so, dass man halt einen Alltagsbezug hat. Und man trainiert was für den Alltag. Heißt es, setz es auch im Alltag um. Ne, weil es ist ja für dich und nicht für den Therapeuten, nicht für irgendwen anders, sondern für dich. So, zum letzten Punkt ist die Selbstreflexion, dass man auch mal zwischendurch drüber nachdenkt, bin ich jetzt über ehrgeizig, habe ich mich jetzt ein bisschen hängen lassen, wie funktioniert das bislang im Alltag? Nicht bei der nächsten Therapie sagen, ja, hat alles gut geklappt, wenn irgendwas nicht gut geklappt hat. Ist doch auch okay, wenn irgendwas mal nicht geklappt hat. Dann bespricht man das, warum hat es vielleicht nicht geklappt und dann kann man das klären. Eigenverantwortung. Und wenn man das alles beachtet und selbst wenn man erstmal nur einzelne Punkte für sich beachtet, dass man die verbessert und umsetzt, dann kommt man auch weiter, weil dann man Gewohnheiten durchbricht und dann kann man Gewohnheiten ersetzen nach und nach mit neuen Sachen, mit mehr Lebensqualität. Kommen wir zur Neuroplastizität. Diese beschreibt den Umbau neuronaler Strukturen in Abhängigkeit von ihrer Aktivität. Es kann sich um Hirnareale, aber auch einzelne Neuronen handeln. Dieser Prozess dient dem Erhalt bzw. der Anpassung oder Erweiterung des Nervensystems. Dies ist nicht der Regeneration gleichzusetzen, heißt, eine zerstörte Nervenzelle bleibt zerstört, aber die Informationen in der zerstörten Nervenzelle werden von den Nachbarzellen aufgenommen. Und durch die Neuroplastizität und den Schritten, die wir bislang besprochen haben, kann es dazu führen, dass die Funktionsweise, die in der zerstörten Zelle abgespeichert war, wiederhergestellt wird. So, dann kommen wir zu veraltetes Denken. Früher dachte man, dass das zentrale Nervensystem statisch wäre und sich bis zum Tod nicht wirklich weiterentwickeln würde. Das ist Quatsch. Man weiß zwar heute, ja, im Alter nimmt die Neuroplastizität ab, aber sie findet trotzdem noch statt. Für eine gute Neuroplastizität ist viel Willenskraft vonnöten und viele Wiederholungen. Man muss den Ablauf immer wieder durchgehen, ob mental im Kopf oder auch wirklich in der Aktivität selber. Man muss Gewohnheiten durchbrechen, man darf sich nicht aufgeben und einen Fokus über die Zeit aufrechterhalten. Ich hatte zum Beispiel einen Patienten, der nach 20 Jahren mit Querschnittssymptomatik wieder laufen konnte. 20 Jahre lang hat er sich aber auch zu Hause immer wieder gesagt, ich will laufen, hat mit einem Gehbarren immer wieder das Gehen versucht zu üben. Und das machen natürlich nicht viele, aber das zeigt, dass es immer möglich ist, egal was passiert ist,
Wenn man Gewohnheiten durchbricht und immer dranbleibt mit viel Willenskraft, nicht immer müssen es große Sachen sein. Kleinigkeiten entscheiden viel mehr, weil wenn du die kleinen Sachen regelmäßig und bewusst machst, kann das viel mehr bewirken, als wenn du zweimal die Woche was Großes versuchst zu machen. Jedes Mal einen kleinen Schritt mehr, wenn es am Tag gut geklappt hat. Das überfordert dich nicht und du hast eine konstante Weiterentwicklung zu deinem Partizipationsziel, was du dir gesetzt hast. Wie ich schon sagte, mach nicht zu viel auf einmal, weil das kann dich überfordern und demotivieren. Das führt halt dazu, dass du vielleicht die Hoffnung auf das Erreichen deines Partizipationsziels aufgibst. Und das wäre natürlich nicht gut. Es ist nie zu spät für eine Veränderung oder eine Verbesserung. Du musst nur deinen Schweinehund überwinden und Gewohnheiten durchbrechen. Früher sagte man, alles, was nach einem Jahr nach einem Schlaganfall zum Beispiel nicht wieder da ist, ist verloren. Das stimmt nicht. Durch die Neuroplastizität ist es nie unmöglich, dass eine Verbesserung sich einspielen kann. Das Problem ist halt nur, dass nach einem Vorfall dir viel abgenommen wird und dadurch Gewohnheiten entstehen, die dir Eigenaktivität abnehmen. Aber da muss man gemeinsam dann die Gewohnheiten durchbrechen. Und dann ist es möglich, dass man Veränderungen und eine Verbesserung erzielen kann. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video geholfen hat oder gefallen hat, wenn du mir ein Like gibst. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch, über Fragen oder einen sachlichen Austausch unter diesem Video. Ich bedanke mich nochmals und wünsche dir einen schönen Tag, euer Physiofanat.